Mir wurde heute im Workshop wieder bewusst, wie vielfältig die Herausforderungen sind. Und zwar nicht nur für die Unternehmen, sondern für jeden ganz persönlich und für wie viele Zielgruppen diese Herausforderung, die sich uns allen darstellt, jetzt im Moment an so einem Punkt ist, wo man überlegt, wie man es anpackt. Wir werden hier in der Region ab Januar starten mit dem digitalen Zentrum Schwaben. Und für uns war es natürlich deswegen auch sehr spannend zu sehen, wie die Anforderungen von den verschiedenen Zielgruppen sind. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir mit dem digitalen Zentrum in der Region einen physikalischen Anknüpfungspunkt oder eine Anlaufstelle schaffen, wo die unterschiedlichen Menschen, die entweder was anzubieten haben oder was suchen, Informationen, sich treffen können. Also gerade wie wir es vorhin auch in der einen Arbeitsgruppe gesehen haben, wo Handwerker und App-Entwickler sich zusammen an den Tisch setzen können und überlegen, wie sie sich gegenseitig auf dem Weg unterstützen können. Also ich glaube, dass die Digitalisierung neben vielen schwierigen Aspekten auch viele Chancen beinhaltet. Und eine der Chancen könnte sein, dass wir künftiger uns weniger auf der Straße bewegen, sondern es schaffen, dass wir von zu Hause aus vielleicht viele Dinge leisten können, weniger Umweltverschmutzung verursachen, weniger im Stau stehen und auf der anderen Seite viele Dinge produktiv schaffen, die uns allen Spaß machen und die unsere Wirtschaft voranbringen und unseren Lebensstandard und unsere Lebenssituation hier in der Region verbessern oder zumindest auf dem Niveau halten, und wir leben ja auf einem hohen Niveau. Ich denke, das ist sehr wichtig, weil die kommunalen Vertreter doch die sind, die so am nächsten an den Menschen dran sind und da, wo es wirklich wirken soll. Und deshalb denke ich, dass kommunale Vertreter doch da sehr viel Input geben können, weil sie tagtäglich mit den Menschen zu tun haben, die betroffen sind von zum Beispiel Digitalisierung. Ich denke auch, dass es wichtig, dass die kommunalen Vertreter sich untereinander austauschen können, da wir eigentlich alle so mehr oder weniger die gleichen Probleme haben und die Vernetzung leider nicht immer so stattfindet. Deshalb sind so Treffen eigentlich sehr gut, um sich auszutauschen, Probleme zu besprechen und auch voneinander zu lernen. Ich denke, eine digitale Region zeichnet sich dadurch aus, dass alle unterschiedlichen Akteure miteinander vernetzt sind, sich austauschen können, Probleme und Herausforderungen zusammen angehen, dass die Region quasi eins bildet mit verschiedenen Akteuren, die in ihren Bereichen eine gewisse Expertise haben und da weiterhelfen können. Für uns sind solche Veranstaltungen und Plattformen natürlich insofern wichtig, weil wir als Kommune natürlich eher in der Verwaltung, sondern in unserem eigenen Umfeld immer sehr stark verankert sind. Und insofern ist so eine Vergleichbarkeit, so ein Benchmark, so über den Tellerrand rausschauen ganz wichtig. Und dann natürlich den Austausch auch mit der Wirtschaft, mit den anderen, auch mit Dienstleistungen für uns wichtig ist, um einfach auch einen Input zu bekommen. Wir haben sehr viele Hausaufgaben zu tun in der Verwaltung. Wir sind in vielen Prozessen hinten dran, wenn man das mit der Wirtschaft vergleicht. Solche Veranstaltungen dienen, um Impulse zu geben und dann entsprechend natürlich die Dinge umzusetzen. Also wir sind dann am Anfang, wir haben Standards, die jeder hat, aber wir sind gerade im Bereich der Organisationsentwicklung, und wenn ich über Prozesse im Haus rede, dann muss ich natürlich jeden Prozess über die Möglichkeit der Digitalisierung analysieren. Und da sind wir momentan. Projektstart nächste Woche bei uns, und insofern suchen wir Partner und Input für solche Projekte. Also nicht Workshops, was man machen könnte, sondern ganz konkrete Empfehlungen und Partner, wie können wir uns besser aufstellen. Für die Digitalisierung, wir haben aus meiner Sicht Kunden, das sind einmal die Bürger, einmal die Unternehmen, dass wir an der Stelle zum einen natürlich die von dem Kunden gewünschten Prozesse weitestgehend digitalisieren, Daten nur einmal erfassen, die dann auch weitergeben können, auch innerhalb der Verwaltung, auch innerhalb der Behörden. Und zum Zweiten hoffe ich, und das ist verbindlich mit dem, dass wir als Kommunen mal interessante Kunden werden für Dienstleister, weil irgendwie, glaube ich, sind wir Kommunen da etwas vernachlässigt, was Innovationen im Bereich der Prozesse Digitalisierung betrifft. Ja, das war sehr spannend. Es war ja eine andere
Art zu moderieren heute ein bisschen. Und am Anfang war so etwas Skepsis noch spürbar, aber wir hatten eine sehr, sehr energische Zusammenarbeit, also hohe Dynamik. Man hat gemerkt, dass es den Leuten Spaß macht. Und bei der Abschlusspräsentation war wirklich zu sehen, wie sich das eine zum anderen gefügt hat und wie wir wirklich richtig gute Ergebnisse hatten und jeder am liebsten weitergearbeitet hätte. Also wichtig, dass der eine oder andere, der heute jetzt vielleicht auch stärker noch sensibilisiert wurde, auch Allianzen schmiedet, dass die Leute, die heute zusammengearbeitet haben, ihre Netzwerke pflegen und gemeinsam an Themen arbeiten, von denen dann auch andere profitieren können. Denn Digitalisierung ist ein Thema, wo wir auch viel ausprobieren müssen und wo wir viel auch angewiesen drauf sind, Erfahrungen von anderen kennenzulernen. Und das, glaube ich, wäre ein guter Ansatz zu sagen, wo können wir kooperieren, welche Themen wollen wir jetzt wirklich aus dem heutigen Tag mitnehmen und gemeinsam schauen, wie wir die verwirklichen. Ja, Digitalisierung würde bedeuten Vernetzung, würde ich jetzt mal zuerst sagen. Also es bedeutet auch Verdatung, also alles auf Daten umzustellen und auf Daten zu schauen. Das bedeutet vor allem auch Vernetzung. Und in der Region ist immer eine vernetzte Struktur, man kann sich das jetzt digital überbaut vorstellen, also die Leute in digitale Netzwerke einzubauen, zum Beispiel meine Branche, wir hatten jetzt gerade Maschinenbau. Die Maschinenbauer im Raum Augsburg könnten zusammen überlegen, wie sich ihre Welt verändert und dasselbe halt für andere Branchen, für andere Verhältnisse zum Beispiel. Naja gut, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass sich meine Welt verändert und sie verändert sich, dann ist es natürlich sinnvoll, sich mit anderen Leuten zu treffen und irgendwie im nächsten Schritt sich klar zu machen, worum es hier geht. Alle, die hier kamen, haben gesagt, am Anfang ist es ja nur Nebel, Digitalisierung, was ist das? Und ich muss mich die Frage beantworten, was ist Digitalisierung für mich? Also was bedeutet das? Verändern sich meine Kundenbeziehungen? Verändert sich mein Produkt? Verändert sich mein Wettbewerb? Verändert sich meine Mitarbeiter? Das sind alles ganz viele Fragen und das möchte ich ja irgendwie ein bisschen schärfer einstellen, das Ganze, sonst ist ja Digitalisierung ist alles und nichts. Naja, man hat schon erstmal die Vielfalt der Perspektiven, die sich hier versammelt haben in Augsburg mitbekommen, die eigentlich im Kleinen das abbildet, was es im Großen auch ist, also da sind alle da. Ich habe mich jetzt vor allem mit den Unternehmern beschäftigt, also tatsächlich mit Firmen, dieser Perspektive. Man merkt, dass es hier noch, was muss man sagen, hier ist Potenzial. Also hier könnte man mit relativ wenig Aufwand, Zeitaufwand, Energieaufwand, Geldaufwand sowieso, könnte man, glaube ich, schon in dem Reifegradsystem des Nachdenkens über Digitalisierung käme man schon zwei Schritte höher, wenn man das nutzt, was hier als Potenzial drinsteht.